Ja, hier in Kitzbühel schneit es noch immer. Dazwischen hat es etwas aufgehört. Das natürlich könnte für morgen zum Problem werden, denn morgen ist der Slalom angesagt am Samstag. Und ich habe auch heute schon mit Herbert Hauser, dem Pistenchef, gesprochen. Und er hat gesagt, morgen wäre ein Speedbewerb absolut nicht ratsam. Aus diesem Grund ist die Abfahrt eben erst am Sonntag. Und man hofft natürlich, dass es nicht zu viel schneit, dass morgen Vormittag die Abfahrt beziehungsweise, Entschuldigung, der Slalom stattfinden kann. Wie gesagt, alle beten, dass das Wetter so hält, dass es nicht so viel schneit, dass es passt. Aber die Wetterfrösche, die haben es schon gesagt, es könnten 20 bis 60 Zentimeter Neuschnee dazukommen. Heute nach einem Jahr wieder Gäste im Zielraum. Es gab wieder einige, die zusehen durften. Knapp 1000 hatten Tickets ergattert, um sich das Rennen live im Zielhang anzusehen. Und es war ein absolut spannendes Rennen. Alexander Amont Kilde heißt der große Sieger bei dem 82. Hahnenkamm-Rennen hier in Kitzbühel. Der Norweger zeigt auf leicht verkürzter Streif. Der Start wurde ja wegen der Windböen zur Mausefalle verlegt. Dadurch keine spektakulären Sprünge mehr. Er zeigte seine ganze Klasse und holte in einer Minute 55,92 bereits den dritten Abfahrtsieg in der bisherigen Saison. Für Kilde ist es der erste Abfahrtsieg hier auf der Streif in Kitzbühel. Hinter dem Norweger reiht sich schon der im Training starke 41-jährige Franzose Jean Clary ein. Er ist definitiv einer der ältesten Teilnehmer. Der Routinier ist bis zur Hausbergkante sogar auf Kurs Richtung Bestzeit. Er wischt die Einfahrt in die Traverse, aber nicht ideal und kommt 0,42 Sekunden hinter Kilde ins Ziel. Er baut seinen Rekord als ältester Podestfahrer weiter aus. Österreich geht bei der Siegerehrung leider Gottes leer aus. Matthias Mayer liegt lange auf Podestkurs, bitte um Entschuldigung, des Rennens. Dann aber kommt mit der Nummer 43, einer der letzten Starter, Blaise Gisdanet, die Sensation des Rennens. Der Franzose nützt die besseren Bedingungen und stößt Mayer noch vom Stockerl. Denn, das muss man dazu sagen, am Anfang die ersten Starter hatten es schwierig durch den Schnee. Sie agierten quasi als Schneepflug und mussten zuerst die Piste säubern. Aber wie gesagt, Matthias Mayer als bester Österreicher auf Platz 4. Ja, vielen Dank, Mike, natürlich für dieses Update. Morgen ist ja dann für die Speedfahrer Pause. Es geht ja dann für die Slalomfahrer ans Eingemachte. Wie sieht es denn da aus mit den heimischen Chancen? Ja, natürlich hoffen alle, dass da ein Podestplatz für Österreich drinnen ist und genauso natürlich auf der Streif dann am Sonntag bei der zweiten Abfahrt, da hoffen alle, vielleicht schafft es Mayer dann, dass er aufs Podest kommt. Wie gesagt, alle hoffen auf einen österreichischen Podestplatz und es wäre natürlich traumhaft, wenn wir einen Österreicher am Podest sehen würden.